So, hallo, schönen guten Tag und moin moin von Jörg von YouTube Channel Joggler66, Hour of the Truth oder Stunde der Wahrheit, zu einer weiteren Lesung von Alexander Hislops von Babylon nach Rom. Ich hatte letztes Mal die Lesung ja abgeschlossen mitten im Kapitel Rechtfertigung durch Werke, wo wir jetzt fortfahren. Und ich gehe eben, um für die Kontinuität, dass man das besser folgen kann, eben nochmal einen Absatz zurück und lese diesen Absatz aber ohne Kommentare, die ich ja bereits vorher gelesen hatte. Außerdem gibt es ja auch nicht so viele Kommentare in dem letzten Paragraphen. Na? Für diejenigen, die mitlesen, wir befinden uns auf Seite 139 in dem PDF. In Ägypten, schreibt der Autor, scheinen die Einheimischen im Allgemeinen doch recht sparsam im Gebrauch des Messers, wenn auch großzügig in dem der Geißel gewesen zu sein. Ihr erinnert euch noch an das Bild mit der Geißel, ne? Doch selbst dort gab es Menschen, die an ihrem eigenen Leib die Zerstückelung des Osiris nachahmten. Herodot schreibt an bereits zitierter Stelle, Zitat: Die Einwohner Kairos in Ägypten behandeln sich bei dieser Feierlichkeit mit noch mehr Strenge, denn sie schneiden sich mit Schwertern selbst ins Gesicht. Ende Zitat. Es gibt keinen Zweifel. Auf diese Praktik finden wir eine direkte Anspielung in dem Gebot des mosaischen Gesetzes. Ein Einschnitt wegen eines Toten sollt ihr an eurem Fleisch nicht machen, hatte ich letztes Mal gesagt. Das lesen wir im dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 28. Dieses Einschneiden des Fleisches wird zum großen Teil der Anbetung der Hindu-Gottheiten als Versöhnungsritus oder für dienstvolle Bußübung praktiziert. Es ist bekannt, dass es bei den Riten der Bellona praktiziert wurde, der Schwester oder Frau des römischen Kriegsgottes Mars, dessen Name Beweinerin des Bel deutlich die Herkunft ihres Mannes beweist, auf den die Römer so gerne ihre Abstammung zurückführten. Nun, wer oder was ist Bellona? Eben zur Erklärung: Die Priester der Bellona opferten mit keinem anderen Menschenblut als ihrem eigenen, denn ihre Schultern waren aufgeschnitten und in beiden Händen schwangen sie blanke Schwerter, rannten und sprangen auf und nieder wie die Verrückten. Tja, dass die Heiden in gewisser Hinsicht irgendwo verrückt sind, haben wir inzwischen, glaube ich, auch schon begriffen in dieser Lesung. Aber es geht noch viel verrückter weiter. In der grausamsten Form wurde es auch bei den Gladiatorenspielen praktiziert, an welchen das römische Volk mit seiner so sehr gerühmten Kultur so großen Gefallen fand. Die armen Menschen, die dazu verurteilt wurden, an diesen blutigen Spielen teilzunehmen, taten dies im Allgemeinen nicht aus ihrem eigenen freien Willen heraus. Und doch beeinflusste dasselbe Prinzip, aufgrund dessen diese Spiele stattfanden, auch die Baalspriester. Sie wurden als Versöhnungsopfer gefeiert. Von Fuß erfahren wir, dass, Zitat, Gladiatorenspiele dem Saturn heilig waren. Ende Zitat. Und bei Ausonius lesen wir, Zitat, das Amphitheater beansprucht seine Gladiatoren für sich, wenn sie Ende Dezember mit ihrem Blut den eine Sichel tragenden Sohn des Himmels versöhnen. Ende Zitat. Diese Passage wird von Justus Lipsius zitiert und mit folgenden Worten kommentiert. Zitat: Wo man zwei Dinge beobachten wird, erstens, dass die Gladiatoren bei den Saturnalien kämpften, und zweitens, dass sie dies taten, um Saturn zu beschwichtigen und zu versöhnen. Ende Zitat. Weiterhin schreibt er, Zitat: Ich nehme an, der Grund dafür ist, dass Saturn sich nicht unter den himmlischen, sondern unter den höllischen Göttern befindet. Plutarch sagt in seinem Buch Symposiaca, die Römer betrachten Kronos als unterirdischen und höllischen Gott. Ende Zitat. Es kann kein Zweifel bestehen, dass dies soweit wahr ist, denn der Name Pluto ist nur ein Synonym für Saturn, den Verborgenen. Und doch gibt es im Lichte der wahren Geschichte des historischen Saturn einen befriedigenderen Grund für den barbarischen Brauch, der so große Schande über das Wappenschild des so berühmten Roms brachte, als es Herr der Welt war, als Unmengen von Menschen geschlachtet wurden für einen römischen Feiertag. Ende Zitat. Denkt man daran, dass Saturn selbst in Stücke geschnitten wurde, so versteht man leicht, wie die Idee aufkommen konnte, ihm ein Begrüßungsopfer darzubringen, indem man veranlasste, dass Menschen einander an seinem Geburtstag in Stücke schnitten, um seine Gunst zu gewinnen.
dass die Heiden solche Bußübungen praktizierten und sich selbst schnitten und wundritzten, zielte also darauf ab, ihren Gott zu versöhnen und ihm zu gefallen, um sich so einen Vorrat an Verdiensten anzusammeln, der auf der Waage des Anubis zu ihren Gunsten sprechen würde. Im Papsttum sollen die Bußübungen nicht nur denselben Zweck erfüllen, sondern sie sind auch weitestgehend damit identisch. Tatsächlich wüsste ich nicht, dass sie wie die Baalspriester damals ein Messer verwenden. Sicher jedoch ist, dass sie das Vergießen ihres eigenen Blutes als höchst verdienstvolle Buße betrachten, die ihnen eine hohe Gunst bei Gott einbringt und viele Sünden tilgt. Man wende nur den Blick zu den Pilgern in Lough Derg in Irland, die auf bloßen Knien über die spitzen Felsen kriechen und blutige Spuren hinterlassen. Welcher wesentliche Unterschied besteht zwischen dieser Übung und der Tatsache, dass man sich mit einem Messer schneidet? Und da muss ich eben mal zufügen, man bedenke bitte auch, diese extreme Sekte, die ein Teil des Jesuitenordens ist, namens Opus Dei, die sich auch ständig geißeln. Eigene Nachforschung hierzu rate ich an, falls Zweifel an dem hier Gesagten bestehen. Beschäftigt euch mal mit Opus Dei. Und ihr werdet lernen, dass das nichts anderes ist als das, was hier gerade eben gesagt wurde. Die sich ständig geißeln müssen. Die selbst das Haus nicht verlassen dürfen, ohne dass irgendwelche Dinge in ihren Körper einschneiden. Was die Selbstgeißelung betrifft, haben jedoch die Anhänger des Papsttums buchstäblich die Peitsche des Osiris kopiert. Jeder hat schon von den Flagellanten gehört, die sich öffentlich bei den Festen der römischen Kirche geißeln und als Heilige reinsten Wassers betrachtet werden. In der Frühzeit des Christentums wurden solche Geißelungen als rein heidnisch angesehen. Athenagoras, einer der frühen christlichen Apologeten, gibt die Heiden der Lächerlichkeit preis, weil sie denken, man könne durch dergleichen Mittel Sünde wieder gutmachen oder Gott versöhnen. Aber jetzt werden in den Hochburgen der päpstlichen Kirche solcherlei Praktiken als das Mittel schlechthin angesehen, um die Gunst Gottes zu gewinnen. Am Karfreitag strömen in Rom, Madrid und an anderen Hauptorten des römischen Götzendienstes Menschenmengen zusammen, um den heiligen Geißlern zuzusehen, die sich selbst peitschen, bis sich das Blut in Strömen von jedem Teil ihres Körpers aus ergießt. Sie behaupten, dies zu Ehren Christi an dem angeblich zum Gedenken seines Todes bestimmten Fest zu tun, genau wie es die Anbeter des Osiris an dem Fest taten, indem sie um seinen Verlust weinten. Doch kann ein Mensch glauben, auch wenn er noch so wenig christliche Erkenntnis hat, dass der erhöhte Heiland solche Riten als eine Ehre für sich betrachten kann, dass seine absolut vollkommene Sühnung mit Schande bedecken und sein kostbares Blut so hinstellen, als wäre es nötig, dessen Wirkung zu ergänzen, durch die Wirkung vom Blut, das dem Rücken elender und irregeleiteter Sünde abgerungen wird? Solche Opfer waren ganz und gar für die Anbetung Molochs geeignet. Jedoch sind sie für den Dienst Christi alles andere als tauglich. Nicht nur in einem Punkt, sondern in mannigfacher Hinsicht rufen die Zeremonien der sogenannten Karwoche in Rom die Riten des großen babylonischen Gottes ins Gedächtnis. Je näher wir diese Riten betrachten, desto mehr wird uns die wundersame Ähnlichkeit mit den Riten beeindrucken, die am ägyptischen Fest der brennenden Lampen und bei den anderen Zeremonien der Feueranbeter in verschiedenen Ländern eingehalten wurden. In Ägypten fand die große Beleuchtung neben dem Grabmal des Osiris in Sais statt. In Rom kommt in der Karwoche ebenfalls ein Grab Christi in Zusammenhang mit einer glänzenden Beleuchtung durch brennende Wachskerzen vor. Auf Kreta war das Grab Jupiters für die Kreter ein Gegenstand der Anbetung. Totenanbetung. Gräber anbeten. Idole anbeten. Voll mit Heidentum hat nichts mit der Bibel zu tun. Wenn in Rom die Anhänger nicht das sogenannte Grabmal Christi verehren, so verehren sie doch das, was darin begraben liegt. Wie das heidnische Fest der brennenden Lampen zum Gedenken der alten Feueranbetung gefeiert wurde, gibt es auch in Rom eine Zeremonie in der Osterwoche, die eine unmissverständliche Handlung der Feueranbetung ist, bei der nämlich ein Feuerkranz
der große Gegenstand der Verehrung ist. Diese Zeremonie wird von der Autorin von Rome in the 19th Century anschaulich beschrieben. Zitat: Das lodernde Feuerkreuz, das von der Kuppel oberhalb des Heiligenschreins bzw. des Grabes des heiligen Petrus herabhing, wirkte in der Nacht auffallend hell. Es ist mit unzähligen Lampen bedeckt, die wie eine winzige Feuerflamme wirken. Die ganze Kirche war gedrängt voll mit einer gewaltigen Menge aus allen Ständen und Ländern, vom Königshaus bis zum niedrigsten Bettler, die alle auf diesen einen Gegenstand starrten. Wenige Minuten später kam der Papst mit all seinen Kardinälen nach St. Peter herab und die Schweizer Garde hielt für sie Platz frei. Der betagte Pontifex warf sich in stiller Anbetung vor dem Feuerkreuz nieder. Ein langer Zug von Kardinälen kniete vor ihm. Ihre prächtigen Talare und die sie begleitenden Schleppenträger bildeten einen auffallenden Kontrast zur Demut ihrer Haltung. Ende Zitat. Wir werden noch sehen, dass das Kreuz das ausdrückliche Symbol des Tammuz ist, des Sonnen- und Feuergottes. Tammuz mit T, ein Kreuz, und dieser Anfangsbuchstabe des Namens wurde das Symbol, das nichts mit Christentum zu tun hat. Jesus wurde gekreuzigt auf einem Kreuz, auf dem Zeichen des Tammuz, des Satans, nicht auf irgendeinem christlichen Zeichen. Warum heute Menschen das Kreuz als Zeichen gebrauchen, als Ausdruck, sie seien Christen, ist mir komplett schleierhaft. Aber Alexander stellt hier die Frage: Könnte es eine deutlichere und unmissverständlichere Handlung der Feueranbetung geben als dies, dass der Papst sich vor dem Feuerkreuz hinwirft und da liegt? Ich glaube nicht. Wir wollen dies mit folgendem Auszug aus demselben Werk, also Rome in the 19th Century, vergleichen und uns fragen, inwiefern das eine das andere erklärt. Zitat: Mit dem Gründonnerstag begann unser Elend wegen des Gedränges. An diesem verheerenden Tag gingen wir vor 9 Uhr zur Sixtinischen Kapelle und erblickten eine Prozession, angeführt von den niedrigeren Rängen des Klerus, gefolgt von den Kardinälen in prächtigen Kleidern, die lange Wachskerzen in ihren Händen trugen und abgeschlossen durch den Papst selbst, der unter einem karmesinroten Baldachin ging, sein Kopf unbedeckt und die Hostie in einem Kasten trug. Diese Hostie, die, wie man weiß, das wirkliche Fleisch und Blut Christi ist, nein, darstellen soll im katholischen Heidentum, die Hostie soll den Leib und die Seele und die Göttlichkeit von Jesus Christus darstellen, aber man muss im Katholizismus glauben, dass es das ist, aber es ist das natürlich nur dargestellt. Aber die römisch-katholische Kirche lehrt, die Hostie ist der fleischgewordene Leib und das Blut und die ganze Göttlichkeit und Menschlichkeit Jesu Christi. Ja? Das glaubt man, die Hostie, die das wirkliche Fleisch und Blut Christi ist, sage ich aus dem katholischen Glauben heraus, nicht aus dem Bibelglauben, weil da ist es nicht so. Diese Hostie jedenfalls wurde von der Sixtinischen Kapelle durch die Verbindungshalle zu der Paulinischen Kapelle getragen, wo sie in dem Grabmal abgelegt wurde, das unter dem Altar dazu vorbereitet war, sie aufzunehmen. Ich konnte nie erfahren, weshalb Christus begraben werden musste, bevor er tot war. Denn da die Kreuzigung nicht vor Karfreitag stattfand, erscheint es merkwürdig, ihn am Donnerstag zu bestatten. Sein Leib jedoch wird in allen Kirchen Roms, in denen diese Zeremonie praktiziert wird, am Donnerstag, Vormittag, in das Grab gelegt. Und er bleibt dort bis Samstagmittag. Dann soll er aus einem Grund, den Sie selbst am besten kennen, aus dem Grab auferstehen, inmitten von Kanonenfeuer, Trompetenblasen und Läuten der Glocken, die von der Morgendämmerung des Gründonnerstag an sorgfältig festgebunden waren, damit der Teufel nicht hineinkam. Ende Zitat. Die Anbetung des Feuerkranzes am Karfreitag erklärt sofort die sonst so verwirrende Abweichung, dass Christus am Donnerstag begraben wird und am Samstag von den Toten aufersteht. Wenn das Fest der Karwoche wirklich eines der alten Feste Saturns ist,
des babylonischen Feuergottes, wie es ihre Zeremonien erklären, der, wenn auch ein höllischer Gott, doch Phoronios war, der große Befreier, so ist es ganz und gar natürlich, dass der Gott des päpstlichen Götzendienstes, wenn er auch Christi Namen trägt, an seinem eigenen Tag von den Toten auferstehen muss. Dem Dies Saturni bzw. Tag Saturns. Und dazu eine kleine Bemerkung am Rande. Obiger Bericht, den wir also aus dem Buch gelesen hatten, bezog sich auf die Zeremonien, wie sie die Autoren 1817 und 1818, also beinahe 200 Jahre zurück, selbst erlebte. Es erscheint, als habe sich seitdem eine Veränderung vollzogen, die womöglich dadurch verursacht wurde, dass sie eben auf die oben erwähnte wichtige Abweichung hinwies. Denn Graf Wlodajski, ehemals römisch-katholischer Priester, der Rom 1845 besuchte, informierte mich darüber, dass in jenem Jahr die Auferstehung nicht am Mittag, sondern um 9 Uhr am Samstagabend stattfand. Dies mag beabsichtigt gewesen sein, um die Unvereinbarkeit zwischen römischer Praktik und biblischer Tatsache weniger auffällig sein zu lassen. Und doch bleibt die Tatsache bestehen, dass die Auferstehung Christi, wie sie in Rom gefeiert wird, nicht an seinem eigenen Tag, dem Herrentag, geschah, sondern am Tag Saturns, des Feuergottes. Im Buch auf Seite 142 fährt Alexander Hislop jetzt fort. Am Tag davor wird das Miserere mit solch überwältigendem Pathos gesungen, dass wenige zuhören können, ohne bewegt zu werden. Und viele werden von ihren erregten Gefühlen sogar ohnmächtig. Das erinnert mich an die charismatische Bewegung, die wir seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts überall auf der Welt miterleben. Dass Leute von irgendwelchen Dingen ohnmächtig werden oder verrückt zucken und nach Gott schreien und was weiß ich nicht alles. Typische charismatische Bewegung. Hier sogar schon in der Zeit. Was ist, wenn dies im Grunde genommen nur der alte Gesang des Linus ist? Linus ist ein Zuname eines der drei Linus war Narzissos im griechischen Narkissos. Nar bedeutet Kind, Kissos ist Kusch, wie wir bereits sahen auf Seite 54, so dass Narkissos Kind Kuschs heißt. Von dessen bewegendem und melancholischem Klang Herodot so deutlich spricht, es ist gewiss, dass viel von dem Pathos dieses Miserere von der Sopranstimme abhängt und ebenso gewiss ist, dass sich in Wirklichkeit Semiramis, die Frau dessen, der historisch gesehen der Urtypus jenes Gottes war, dessen tragischer Tod in vielen Ländern so pathetisch gefeiert wurde, des Rufes erfreut, die Erfinderin der Praxis zu sein, aus welcher das Sopransingen entstanden ist. Die Geißelungen, die am Abend des Karfreitags in Rom stattfinden und die einen wichtigen Platz in den Bußübungen einnehmen, spielten ebenfalls eine wichtige Rolle bei den Riten jenes Feuergottes, von welchem das Papsttum so viel übernommen hat, wie wir bereits feststellten. Diese Geißelungen der Passionswoche, also zusammen mit den anderen Zeremonien dieses Zeitabschnitts, bezeugen zusätzlich den wahren Charakter jenes Gottes, dessen Tod und Auferstehung Rom dann feiert. Es ist seltsam zu erkennen, dass die wesentlichen Riten in der Hochburg des sogenannten katholischen Christentums heute exakt die Bräuche der alten chaldäischen Feueranbieter sind. Des sogenannten katholischen Christentums. Eben, Rom nennt sich christlich, ist aber nicht christlich und ist es niemals gewesen und wird es auch niemals sein. Rom ist der Typus des Antichristen und nicht des Christus aus der Bibel. Nun fahren wir fort mit dem nächsten Abschnitt, das heißt das Messopfer, Abschnitt 3 in diesem vierten Kapitel auf Seite 143. Wenn schon die Wiedergeburt durch die Taufe, der Einweihungsritus Roms und die Rechtfertigung durch Werke beide chaldäisch sind, ist es das dem unblutigen Opfer zugrunde liegende Prinzip der Messe nicht weniger. Wir verfügen über Hinweise, die den babylonischen Ursprung der Vorstellung von jenem unblutigen Opfer sehr deutlich nachweisen.
Von Tacitus erfahren wir, dass es nicht erlaubt war, auf den Altären der papischen Venus Blut zu opfern. Opfer wurden zu den Zwecken des Haruspex verwendet. Haruspex ist das lateinische Wort für Seher, war ein antiker Wahrsager, der Blitzschläge deutete und vor allem aus den Eingeweiden von Opfertieren weissagte. Also Opfer wurden zu den Zwecken des Haruspex verwendet, um aus dem Beschauen der Eingeweide dieser Opfertiere Vorzeichen für den Ausgang von Ereignissen zu lesen. Die Altäre der paphischen Göttin jedoch mussten vom Blut rein bleiben. Tacitus zeigt auf, dass der Haruspex des Tempels der paphischen Venus aus Cilicien gebracht wurde, weil er sich in ihren Riten auskannte, damit diese ordnungsgemäß nach dem angeblichen Willen der Göttin durchgeführt wurden. Die Cilicier verfügen nämlich über besondere Kenntnisse in ihren Riten. Tarsus nun, die Hauptstadt Ziliciens, wurde vom assyrischen König Sanherib in ausdrücklicher Nachahmung Babylons gebaut. Seine Religion entsprach natürlich der Babylons. Und wenn wir von einem unblutigen Opfer in Zypern hören, dessen Priester aus Zilizien kam, besteht unter diesen Umständen durchaus eine große Wahrscheinlichkeit, dass das unblutige Opfer von Babylon aus über Sizilien, dorthin kam. Diese Wahrscheinlichkeit wird dadurch noch sehr verstärkt, dass wir von Herodot erfahren, dass die eigentümliche und abscheuliche babylonische Einrichtung der Prostitution von Jungfrauen zu Ehren von Melita auch in Zypern zu Ehren der Venus eingehalten wurde. Das positive Zeugnis von Pausanias aber macht diese Annahme zur Gewissheit. Dieser Historiker sagt vom Tempel des Vulcanus in Athen, Zitat, daneben ist der Tempel der himmlischen Venus, die zuerst von den Assyrern und danach von den Paphiern in Syrien, in Zypern und den Phöniziern angebetet wurde, die die Stadt Askalon in Palästina bewohnten. Die Zytherer verehrten diese Göttin deshalb, weil sie ihre heiligen Riten von den Phöniziern lernten. Ende Zitat. Die assyrische Venus, das ist die große Göttin Babylons, und die zyprische Venus waren also ein und dieselbe. Und folglich weisen die blutlosen Altäre der paphischen Göttin den Charakterzug der Anbetung auf, die der babylonischen Göttin eigen war, von welcher sie auch abstammte. In dieser Hinsicht unterschied sich die Königin Göttin Chaldeas von ihrem Sohn, der in ihren Armen verehrt wurde. Ihn stellte man dar als jemanden, der sich an Blut erfreute. Sie jedoch, die Mutter der Gnade und Barmherzigkeit, die himmlische Taube, die Hoffnung der ganzen Welt, war dem Blut abgeneigt und wurde als gütig und sanft dargestellt. Demgemäß trug sie in Babylon den Namen Melita, das heißt Mittlerin. Melita ist das gleiche wie Melita, die feminine Form von Melitz oder Mittler, woraus im Chaldäischen Melet wird. Melitz ist das in Hiob 33, also Kapitel 33, Vers 3 und 24 verwendete Wort. Zitat aus Hiob, Kapitel 33, Vers 3 und 24. Wenn es dann für ihn einen Engel gibt, einen Mittler, einen aus Tausenden, der den Menschen verkündigt seine Gerechtigkeit, wenn er sich über ihn erbarmt und spricht, erlöse ihn, dass er nicht zur Grube hinabfahre, ich habe ein Lösegeld gefunden. Ende Zitat. Wer die Bibel liest und sieht, wie ausdrücklich sie erklärt, dass so, wie es nur einen Gott, so auch nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen gibt, wie wir im ersten Brief Timotheus, Kapitel 2, Vers 5 nachlesen können, muss sich wundern, wie es einem je in den Sinn kommen konnte, Maria die Eigenschaft der Mittlerin zuzuschreiben, wie es durch die Kirche Roms geschehen ist. Ja, über Maria Mittlerschaft habe ich ja letztens in der vorigen Lesung bereits erzählt, dass ich da eine persönliche Erfahrung mit hatte. Wenn es hier nicht war, dann war es in einem anderen Video. Also es war auf jeden Fall in Luther 2017, da habe ich das auch mal erzählt. Man muss sich wirklich wundern, wie es einem je in den Sinn kommen konnte, Maria die Eigenschaft der Mittlerin zuzuschreiben, wie es durch die Kirche Roms geschehen ist.
Die Eigenschaft, die der babylonischen Göttin als Melitta zugeschrieben wurde, erklärt dies hinreichend. In Übereinstimmung mit dieser Eigenschaft als Mittlerin wurde sie Aphrodite genannt, die Zorndämpferin. Das kommt von dem chaldäischen Af, A-P-H, Zorn, und Rada, bezwingen, kämpfen. Radite ist die beformte, betonte weibliche Form. Also Zorn, Radite, Zorndämpferin, Aphrodite. Die durch ihren Charme die Brust des ärgerlichen Jupiter besänftigen und die gröbsten Geister von Göttern oder von sterblichen Menschen erweichen konnte. In Athen wurde sie Amarusia genannt, das heißt Mutter der gnädigen Annahme. Etwas noch eine kleine Erklärung hierzu. Von Ama, Mutter, das hatten wir ja schon gelesen, auch von Ama Malta, hatten wir früher schon gesprochen, und Retza, gnädig annehmen, was im Partizip aktiv Rutza lautet. Pausanius drückt seine Verwirrung über die Bedeutung des Namens Amarusia aus, der auf Diana angewendet wird, und sagt, Zitat, diese Bezeichnung betreffend konnte ich niemals jemanden finden, der in der Lage war, eine zufriedene Erklärung abzugeben. Ende Zitat. Die heilige Sprache zeigt deutlich seine Bedeutung. Die Antworten finden wir immer in der Bibel, dem Wort Gottes. In Rom wurde sie Bona Dea genannt, die gute Göttin, deren Mysterien durch Frauen unter besonderer Geheimhaltung gefeiert wurden. Geheimhaltung. Auch etwas, was die Bibel lehrt, man sollte es nicht tun. Wenn man damit konfrontiert wird, weiß man automatisch, dass das nichts Biblisches ist. Auch in Indien, fährt der Autor fort, wird die Göttin Lakshmi, der Mutter des Universums und Gemahlin Vishnus, das gnädigste und freundlichste Wesen zugeschrieben, und auf dieses Wesen wird genauso wie im Fall der babylonischen Göttin hingewiesen. Bei den Festen der Lakshmi, sagt Coleman, werden keine blutigen Opfer dargebracht. In China werden die großen Götter, von denen das endgültige Schicksal der Menschen abhängt, dem Volk als etwas dargestellt, vor dem man sich fürchten muss. Die Göttin Kuan Yin jedoch, die Göttin der Barmherzigkeit, die eine Analogie zur Jungfrau Roms aufweist, wie die Chinesen Kantons zugeben, wird so beschrieben, als schaue sie mit einem mitleidigen Auge auf die Schuldigen und als greife sie ein, um elende Seelen von den Qualen zu erretten, zu welchen sie in der Geisterwelt verurteilt wurden. Deswegen erfreut sie sich bei den Chinesen besonderer Gunst. Diese Eigenschaft der Muttergöttin hat sich offensichtlich von Chaldea ausgehend in alle Richtungen verbreitet. Kommt jetzt ein sehr wichtiger Satz. Wir sehen also, woher es kommt, dass Rom Christus, das Lamm Gottes, der von Herzen sanftmütig und demütig war, der nie das geknickte Rohr zerbrach, noch den klimmenden Docht löschte, der Worte der freundlichsten Ermutigung zu jeder trauernden, reumütigen Seele sprach, der über Jerusalem weinte und für seine Mörder betete, als einen strengen und unerbittlichen Richter darstellt, vor dem der Sünder im Staub kriechen muss und doch nie sicher sein wird, dass seine Gebete erhört werden. Während Maria als die Hoffnung der Schuldigen, als die große Zuflucht der Sünder in das anziehendste und gewinnendste Licht gerückt wird. Wir verstehen, wie es kommt, dass angeblich Christus Gerechtigkeit und Gericht sich selbst vorbehält, aber die Ausübung aller Barmherzigkeit seiner Mutter übertragen haben soll. Die maßgeblichsten Andachtswerke Roms sind von eben diesem Grundsatz durchdrungen und preisen das Mitleid und die Sanftmut der Mutter auf Kosten des liebevollen Charakters des Sohnes. Sankt Alphonsus Liguori, sagt seinen Lesern, dass der Sünder, der es wagt, direkt zu Christus zu kommen, mit Angst und Furcht vor seinem Zorn vor ihn treten soll. Nehme er aber die Vermittlung der Jungfrau bei ihrem Sohn in Anspruch, so brauche sie dem Sohn nur, Zitat, die Brüste, die er gesogen hat, zu zeigen, Ende Zitat, und sein Zorn sei sofort gestillt. Wo könnte man jedoch im Wort Gottes eine solche Vorstellung finden? Gewiss nicht in der Antwort des Herrn Jesus an die Frau, die ausrief, Zitat, glückselig der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, die du gesogen hast, Ende Zitat. Jesus aber sprach, Zitat, gewiss, doch glückselig,
die das Wort Gottes hören und befolgen. Ende Zitat, wie wir in Lukas Kapitel 11, Vers 7 und 28 nachlesen können. Es kann kein Zweifel bestehen, dass diese Antwort vom voraussehenden Heiland gegeben wurde, um jegliche Vorstellung wie die durch Liguori ausgedrückte im Keim zu ersticken. Dennoch war diese Vorstellung, die in der Heiligen Schrift nicht zu finden ist und die sie ausdrücklich zurückweist, in den Reichen des Heidentums weit verbreitet. Und so stoßen wir auf eine exakt parallele Darstellung in der Hindu-Mythologie bezüglich des Gottes Shiva und seiner Frau Kali, als dieser Gott als kleines Kind erschien. Lainga Puran sagt, Zitat, Shiva erschien als Säugling auf einem Friedhof, umgeben von Geistern, und als Kali, seine Frau, ihn sah, nahm sie ihn hoch und gab ihm ihre Brust, während sie ihn streichelte. Er sog die nektarartige Flüssigkeit, aber als er zornig wurde, drückte ihn Kali fest an ihre Brust, um ihn abzulenken und ihn zu besänftigen, und tanzte mit den sie umgebenden Kobolden und Dämonen unter den Toten umher, bis er befriedigt und fröhlich war, während sich Vishnu, Brahma, Indra und all die Götter verneigten und den Gott der Götter, Kal und Parvati, mit Lobgesängen priesen. Ende Zitat. Kali in Indien ist die Göttin der Zerstörung. Doch sogar in den Mythos um diese Göttin der Zerstörung fand die Macht der Muttergöttin Eingang, die durch Mittel, die nur zur Besänftigung eines gereizten Kindes geeignet waren, einen beleidigten Gott beschwichtigte. Wenn die Geschichte der Hindus ihren Gott der Götter in einem derartig erniedrigenden Licht zeigt, wie viel ehrenhafter ist dann die päpstliche Geschichte von dem Sohn der Gesegneten, der dadurch besänftigt werden muss, dass ihm seine Mutter die Brüste zeigt, die er gesogen hat. All dies geschieht nur, um die Mutter als gnädiger und mitleidiger als ihren herrlichen Sohn zu preisen. Ha. Ja. All dies geschieht nur, um die Menschen von den echten Lehren und dem echten Wesen Jesu Christi wegzulocken. Glaube nicht dem Wort Gottes, glaube dem römisch-katholischen Katechismus. Der babylonische Hohepriester, der Judas Priest, der Papst, lehrt die einzige und unumstößliche Wahrheit. Glaubt nicht dem Jesus der Bibel, sondern dem Stellvertreter Jesu auf Erden, mir, dem biblischen, historischen und prophetischen Antichristen. Da geht es in all dieser Katechismuslehre drum. Nun, dies war auch der Fall in Babylon, und diese Eigenschaft der Königin-Göttin entsprachen exakt ihre Lieblingsopfer. Deswegen lesen wir, wie die Frauen Judas, der Königin des Himmels Rauchopfer darbrachten und ihr Trankopfer spendeten und Kuchen bereiteten, wie wir in Jeremia Kapitel 44 unter anderem in Vers 19 lesen können. Das hatten wir ja früher schon in diesem Buch gelesen, das brauche ich ja jetzt nicht zu wiederholen, könnt ihr sonst selbst aufschlagen. In Jeremia 44 wird die Königin des Himmels viermal erwähnt. Die Kuchen waren das unblutige Opfer, das sie forderte. Dieses unblutige Opfer brachten ihre Anhänger nicht nur dar, sondern sie nahmen es ein, wenn sie zu den höheren Mysterien zugelassen waren, und schworen ihr erneut die Treue. Als man im 4. Jahrhundert begann, die Königin des Himmels in der christlichen Kirche unter dem Namen Maria zu verehren, also 4. Jahrhundert nach Christus, wurde auch dieses unblutige Opfer dort hineingebracht. Epiphanius erklärt, dass die Praktik, es zu opfern und zu essen, unter den Frauen Arabiens begann. Und zu jener Zeit war wohl bekannt, dass sie von den Heiden übernommen worden war. Schon die Form des unblutigen Opfers Roms zeigt, woher es kam. Es ist eine kleine, runde Oblate, und auf ihre Rundheit legt die Kirche Roms so besonderen Nachdruck, um die kernige Sprache von John Knox im Zusammenhang des Hostiengottes zu verwenden. Zitat: Wenn beim Herstellen der Rundung der Kreis brach, dann musste einem anderen seiner Mitkuchen diese Ehre zuteil werden, zu einem Gott gemacht zu werden, und der erbärmlich gerissene oder gesprungene Kuchen, der einst Hoffnung hatte, ein Gott zu werden, muss einem kleinen Kind gegeben werden, damit es damit spielt. Ende Zitat.
Was könnte das Papsttum dazu veranlasst haben, so sehr auf der Rundheit seines unblutigen Opfers zu bestehen? Sicherlich kein Hinweis aus der göttlichen Einsetzung des Abendmahls unseres Herrn. Denn in allen Berichten davon findet sich nicht ein Hinweis auf die Form des Brotes, das unser Herr nahm, als er es segnete und brach und seinen Jüngern gab, indem er sagte: Nehmt, esst, dies ist mein Leib, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso wenig kann es irgendeiner Anweisung über die Form des jüdischen Passabrotes entlehnt sein, denn dazu finden wir keine Anweisung in den Büchern Mose. Ja, hier muss ich eben dem Autor widersprechen, doch wir finden einen Hinweis auf das kleine, runde Brot im zweiten Buch Mose, Kapitel 16, Vers 14, rund und klein. Zitat: Und als der Tau, der da lag, verschwunden war, siehe, da lag etwas in der Wüste, rund und klein, so fein wie der Reif auf der Erde. Ende Zitat. Nichtsdestotrotz, sage ich euch, können wir davon ausgehen, dass die heidnische Bedeutung auch eine andere Abstammung hat, wie wir gleich auch noch weiterhin lernen werden. Aber dass wir keine Anweisung in den Büchern Mose finden, ist nicht richtig. Wie gerade vorgelesen, in 2. Buch Mose, Kapitel 16, Vers 14, finden wir das, also im Exodus. Aber trotzdem gibt es einen heidnischen Grund dafür und keinen biblischen. Und die Erklärung kommt jetzt in den nächsten Sätzen. Der Autor fährt fort: Und doch muss die Bedeutung, die Rom der Rundheit der Oblate zuschreibt, einen Grund haben. Und diesen Grund findet man heraus, wenn man sich die Altäre Ägyptens ansieht. Zitat von Wilkinson: Der flache, runde Kuchen erscheint auf allen Altären. Ende Zitat. Nahezu jedes Jota oder Strichlein in der ägyptischen Anbetungsform hatte eine symbolische Bedeutung. Die runde Scheibe, wie sie so häufig in den heiligen Sinnbildern Ägyptens vorkommt, symbolisierte die Sonne. Wir sprechen hier immer noch über den Sonnenkult, über Sonnenanbeter. Die Sonne ist rund. Dann muss natürlich auch das gottgewordene Brot, das ich den Menschen vorhalte, auch rund sein, um die Sonne zu symbolisieren, nicht wahr? Als nun Osiris, die Sonnengottheit, Fleisch wurde und geboren wurde, geschah dies nicht nur, um sein Leben als Opfer für die Menschen zu geben, sondern auch, um das Leben und die Nahrung der Menschenseelen zu sein. Es wird allgemein anerkannt, dass Isis das Muster für die griechische und römische Ceres war. Man beachte jedoch, dass Ceres nicht nur einfach als Entdeckerin des Getreides verehrt wurde, sondern auch als Mutter des Getreides. Das Kind, das sie gebar, hieß He-Siri, der Same oder Bar, wie er in Assyrien meist genannt wurde, was sowohl Sohn als auch Getreide bedeutet. Wir sehen dazu hier in die Abbildung 37 eingeblendet in dem Video. Nicht-Eingeweihte konnten Ceres für die Gabe des wirklichen Getreides ehren, das ihren Leib ernährte. Die Eingeweihten aber beteten sie wegen einer höheren Gabe an, weil sie ihnen Speise gab, die ihre Seelen nährte, das Brot Gottes, das vom Himmel kommt, das Leben der Welt, von welchem es heißt, Zitat, wer dies Brot isst, wird niemals sterben. Ende Zitat. Kann sich jemand vorstellen, dass es eine rein neutestamentliche Lehre ist, dass Christus das Brot des Lebens ist? Seit Anfang der Welt oder zumindest seit der Vertreibung aus Eden gab es nicht und könnte es nicht geistliches Leben in irgendeiner Seele geben, die nicht durch eine ständige Speisung durch den Glauben an den Sohn Gottes ernährt und erhalten wurde, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, wie wir im zweiten Kolosserbrief, Kapitel 2 der Kolosser Vers 9 nachlesen können, damit wir, Zitat, aus seiner Fülle alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade, wie wir im Johannes Kapitel 1, Vers 16 lesen können. Paulus schreibt, dass das Manna, von dem die Israeliten in der Wüste aßen, für sie ein Urbild und lebendiges Symbol des Brotes des Lebens war. Zitat, und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken, wie wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 3 lesen können. Das heißt, die Speise, die nicht nur dazu da war, ihr natürliches Leben zu erhalten, sondern auch dazu, sie auf den hinzuweisen, der das Leben ihrer Seele war.
Clemens von Alexandria, dem wir in großem Maße all die Entdeckungen verdanken, die in der Neuzeit in Ägypten gemacht wurden, versichert uns ausdrücklich. Zitat: In ihrem verborgenen Charakter waren die Rätsel der Ägypter denen der Juden sehr ähnlich. Ende Zitat. In ihrem verborgenen Charakter. Es ist nicht an Gott, um uns irgendetwas aus der Bibel zu verbergen, um uns etwas vorzuhalten. Gott ist der Gott der Wahrheit. Er spricht die Wahrheit und er sagt alles. Er lässt nichts weg und er fügt nichts hinzu. Aber in ihrem verborgenen Charakter waren die Rätsel der Ägypter denen der Juden sehr ähnlich. Ja, der Juden, die aus Babylon kamen, die die verborgene, mysterische Religion Babylons gemixt haben mit der offenen, ehrlichen Religion oder dem Glauben an Gott, den Vater, an den Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Sie haben das Heilige mit dem Unheiligen vermischt. In ihrem verborgenen Charakter waren die Rätsel der Ägypter denen der Juden sehr ähnlich. Es gibt klare und eindeutige Beweise dafür, dass die eingeweihten Heiden tatsächlich glaubten, dass das Getreide, das Ceres der Welt schenkte, nicht das Getreide dieser Erde war, sondern der göttliche Sohn, durch welchen man sich allen geistlichen und ewigen Lebens erfreuen konnte. Die Druiden waren eifrige Anbeter der Ceres und als solche wurden sie in ihren mystischen Gedichten als Träger der Getreideähren gefeiert. Im Folgenden wird berichtet, wie die Druiden ihre große Gottheit in der Gestalt des Getreides beschreiben. Es wird gesagt, dass sich diese Gottheit zunächst aus irgendeinem Grund das Missfallen der Ceres zugezogen hatte und mit großer Angst vor ihr floh. Jetzt wird's wirklich lustig. In seiner Angst nahm er die Gestalt eines Vogels an und stieg in die Luft auf. Dieses Element gewährte ihm keine Zuflucht, denn die Herrin gewann in Gestalt eines Sperbers einen Vorsprung vor ihm. Sie war gerade im Begriff, sich auf ihn zu stürzen. Bebend vor Furcht erblickte er einen Haufen sauberen Weizens auf einer Tenne, ließ sich mitten hineinfallen und nahm die Gestalt eines einzelnen Getreidekorns an. Seredwin, das ist die britische Insel Ceres, nahm die Gestalt eines mit einem hohen Kamm versehenen Huhns an, stieß in den Weizen hinab, scharrte ihn aus, erkannte ihn und verschlang ihn. Und die Geschichte erzählt, dass sie 9 Monate lang mit ihm schwanger war. Und als sie ihn entbunden hatte, fand sie, dass er ein so liebliches Kind war, dass sie entschloss, ihn nicht zu töten. Was für ein Blödsinn glauben die Heiden eigentlich? Wenn's nicht so lächerlich wäre, könnte man wirklich in Lachanfälle ausbrechen. Ihr kennt ja Adam Weishaupt, der Professor an der Ingolstädtischen Jesuitenuniversität war und dort römisch-katholisches kanonisches Recht gelehrt hat. Dieser Adam Weishaupt hat einen Ausspruch gebracht im Englischen, den ich euch auch direkt übersetze, der 100% auf das gerade eben zu Gelesene passt. O foolish man, what can you not be made to believe? O närrischer Mensch, was kann man dich nicht alles glauben machen? Lest diese kleine Geschichte von der Göttin und dem Kind hier nochmal mit dem Getreidekorn und Huhn und was weiß ich und Sperber und... Ich hab's ja gerade vorgelesen. Das glauben die Heiden. Was für ein Blödsinn. Da wird man doch närrisch, sagt man, glaube ich, in bestimmten Teilen Deutschlands. Nun, Alexander Hislop fährt fort, dass hieraus, sagt er, geht klar hervor, dass das Getreidekorn ausdrücklich mit dem lieblichen Kind gleichgesetzt wird. Und es ist noch klarer, dass Ceres, die dem gewöhnlichen Menschen nur als Mutter von Bar, dem Getreide, bekannt war, den Eingeweihten als Mutter von Bar, dem Sohn, bekannt war. Nun sind wir in der Lage, die volle Bedeutung der Darstellung der Jungfrau mit der Weizenähre in ihrer Hand am Himmel zu verstehen.
Diese Weizenähre in der Hand der Jungfrau ist lediglich ein anderes Symbol für das Kind in den Armen der jungfräulichen Mutter. Dieser Sohn nun, der durch das Getreide symbolisiert wurde, war entsprechend des heiligen Orakels der großen Göttin Ägyptens, die fleischgewordene Sonnengottheit. Zitat: Kein Sterblicher hat meinen Schleier gelüftet. Die Frucht, die ich hervorgebracht habe, ist die Sonne. Ende Zitat. Ist etwas natürlicher, als dass diese eingefleischt gewordene Gottheit als Brot Gottes symbolisiert, runde Oblate dargestellt wird, um sie als Sonne auszuweisen? Ist dies nur Fantasie? Prüfen wir im folgenden Auszug von Hurt, in welchem er die Verzierungen des römischen Altars beschreibt, auf welchem das Sakrament bzw. die Hostie abgelegt wird. Müsst ihr ja nur mal eine Eucharistie mitmachen und dann erlebt ihr das ja. Dann können wir uns selbst ein Urteil bilden. Zitat: Eine Silberplatte in Gestalt einer Sonne ist gegenüber dem Sakrament auf dem Altar angebracht, die zusammen mit dem Licht der Kerzen eine höchst glänzende Erscheinung ergibt. Ende Zitat. Was hat diese glänzende Sonne dort auf dem Altar zu suchen, gegenüber dem Sakrament der runden Oblate? In Ägypten wurde die Sonnenscheibe in den Tempeln dargestellt, die der Herrscher und seine Frau und Kinder anbeteten. Nahe der kleinen Stadt Babain in Oberägypten gibt es immer noch in einer Grotte eine Darstellung von einem Opfer für die Sonne, auf der man sieht, wie zwei Priester, wie im abgebildeten Holzschnitt das Bild der Sonne anbeten. Finden wir im eingeblendeten Video Abbildung Nummer 38 hier. Da könnt ihr das sehen. Die Priester, die die Sonne anbeten. Die Schöpfung und nicht den Schöpfer. In dem großen Tempel Babylons war das goldene Bildnis der Sonne zur Anbetung durch die Babylonier aufgestellt. Im Tempel von Cuzco in Peru hing die Sonnenscheibe in glänzendem Gold an der Wand, damit alle, die eintraten, sich davor verneigten. Die Päonier Thrakiens waren Sonnenanbeter, und bei ihrem Gottesdienst beteten sie ein Bild der Sonne an, in Gestalt einer Scheibe an der Spitze einer langen Stange. Im Baalsdienst, wie er von den abgöttischen Israeliten in den Tagen ihres Abfalls ausgeübt wurde, wurde ebenfalls das Sonnenbildnis angebetet. Und es ist auffallend, dass das Bildnis der Sonne, das das abgefallene Israel verehrte, über dem Altar errichtet war. Als der gute König Josia sich an das Werk der Reformation machte, gingen seine Diener bei der Ausführung der Arbeit folgendermaßen vor. Zitat: Und man riss die Altäre der Baalim vor ihm nieder, und die Sonnensäulen, welche oben auf denselben waren, hieb er um. Wir können das nachlesen im zweiten Buch der Chronike, Kapitel 34, Vers 1 bis 5. Zitat: 8 Jahre alt war Josia, als er König ward, und regierte 31 Jahre lang zu Jerusalem. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, und wandelte in den Wegen seines Vaters David und wich weder zur Rechten noch zur Linken. Keine Kompromisse, hä? Nicht rechts, nicht links, geradeaus den schmalen Pfad Gottes Tugend bewandeln. In Vers 3 fahren wir fort, denn im 8. Jahr seines Königreichs, als er noch ein Knabe war, fing er an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Und im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem von den Höhen und den Ascheren und den geschnitzten und gegossenen Bildern zu reinigen. Und man brach in seiner Gegenwart die Altäre der Baale ab, und er hieb die Sonnensäulen, die auf denselben standen, um, und die Ascheren und die geschnitzten und gegossenen Bilder zerbrach er und machte sie zu Staub und streute sie auf die Gräber derer, die ihnen geopfert hatten. Er verbrannte auch die Gebeine der Priester auf ihren Altären, und so reinigte er Juda und Jerusalem. Das Bibelzitat kommt, wie immer, letztens, seit ihr wisst, aus der Schlachter 1951. Nun, Benjamin von Tudela, der große jüdische Reisende, liefert einen beeindruckenden Bericht von der Sonnenanbetung auch zu vergleichsweise modernen Zeiten, wie sie unter den Kuschiten des Ostens bestand. Er zeigt auf, dass das Bildnis der Sonne auch zu seiner Zeit auf dem Altar angebetet wurde und schreibt, Zitat: Es gibt einen Tempel der Nachkommenschaft von Kus,
die der Betrachtung der Sterne verfallen ist. Sie beten die Sonne als einen Gott an, und das ganze Land im Umkreis von fast einem Kilometer um ihre Stadt ist voll mit großen Altären, die ihm geweiht sind. Bei der Morgendämmerung stehen sie auf und laufen aus der Stadt, um die aufgehende Sonne zu erwarten, für die sich auf jedem Altar ein geweihtes Bildnis befindet, nicht in der Gestalt eines Menschen, sondern in der des Sonnenballs, gebildet durch Zauberkunst. Diese Sonnenbälle fangen Feuer, sobald die Sonne aufgeht, und hallen von großem Lärm wider, während ein jeder, Männer wie Frauen, Weihrauchgefäße in seinen Händen hält und für die Sonne Weihrauch verbrennt. Ende Zitat. Aus alledem geht klar hervor, dass das Bildnis der Sonne über oder auf dem Altar eines der anerkannten Symbole derer war, die Baal bzw. die Sonne anbeteten. Und hier in einer sogenannten christlichen Kirche. In einer christlichen Kirche ist eine glänzende Silberplatte in Gestalt einer Sonne so auf dem Altar angebracht, dass jeder, der an diesem Altar anbetet, in demütiger Verehrung vor diesem Bildnis der Sonne niederknien muss. Was sagt Gott dazu? Den Götzendienst? Du sollst dir keine Abbildung machen aus etwas, das im Himmel, auf Erden oder in dem Wasser unter der Erde ist. Du sollst dir kein Gleichnis davon machen und du sollst dich nicht niederknien und sie nicht anbeten. Kann man es noch deutlicher sagen? Aber hier eine Silberplatte in Gestalt einer Sonne, die so auf dem Altar angebracht ist, dass jeder, der an diesem Altar anbetet, jeder Katholik, der da reingeht, in demütiger Verehrung vor diesem Bildnis der Sonne niederknien muss. Da stellt sich doch die Frage, wo kann dies seinen Ursprung haben, wenn nicht in der alten Sonnenanbetung, der Anbetung Baals? Und wenn die Hostie so angebracht ist, dass die silberne Sonne der runden Hostie gegenübersteht, deren Rundheit ein so wichtiges Element im römischen Mysterium ist, was kann das anderes bedeuten, als denen zu zeigen, die Augen zum Sehen haben, dass die Hostie an sich nur ein Symbol, ein anderes Symbol für Baal oder die Sonne ist. Wenn die Sonnengottheit in Ägypten als Same oder in Babylon als Getreide angebetet wurde, so wird die Hostie in Rom ganz genauso angebetet. Brotgetreide der Auserwählten, erbarme dich unser, lautet eines der feststehenden Gebete an die Hostie aus der römischen Litanei bei der Messfeier. Brotgetreide der Auserwählten, erbarme dich unser. Das kann man so im Katechismus nachlesen. Und zumindest eine der zwingenden Forderungen, wie diese Hostie eingenommen werden soll, ist exakt die gleiche wie in der alten Anbetung der babylonischen Gottheit. Von denen, die sie einnehmen, wird gefordert, völlig nüchtern zu sein. Dies ist sehr streng festgehalten. Bischof Hay, den wir ja schon öfter zitiert hatten hier in dem Buch, der das diesbezügliche Gesetz erklärt, sagt, es sei unerlässlich, Zitat, dass wir vor Mitternacht an fasten, so dass von 12 Uhr nachts an nichts in unseren Magen gelangt ist, bevor wir sie, die Hostie, empfangen. Weder Nahrung, noch ein Getränk, noch Medizin. Ende Zitat. In Anbetracht der Tatsache, dass unser Herr Jesus Christus das heilige Abendmahl unmittelbar nach dem Passafest einsetzte, an dem seine Jünger teilgenommen hatten, mag eine solche strikte Bedingung des Fastens recht unerklärlich erscheinen. Ja, wenn ich irgendwas Katholisches erklären will, dann ist sowieso alles, mit was ich in der Bibel vergleiche, sehr unerklärlich. Betrachtet man diese Vorkehrung für das unblutige Opfer der Messe jedoch im Licht der eleusinischen Mysterien, so erklärt sie sich sofort. Dort war nämlich die erste Frage an diejenigen, die die Einweihung begehrten: Fastest du? Und bevor diese Frage nicht bejaht wurde, konnte keine Einweihung stattfinden. Es steht außer Frage, dass Fasten unter gewissen Umständen eine christliche Pflicht ist. Doch während der Buchstabe noch der Geist der göttlichen Einrichtung eine solch strenge Vorschrift wie obige fordert, zeigen die Vorschriften der babylonischen Mysterien deutlich, woher diese Forderung in Wirklichkeit stammt.
obwohl der Gott den Isis oder Ceres gebar und der ihr in dem Sinnbild der Oblate oder des flachen kleinen Kuchens das Brot des Lebens geopfert wurde, in Wirklichkeit die mächtige, sengende Sonne oder der schreckliche Moloch war, wurde durch dieses Opfer doch sein furchtbares Wesen verschleiert und alles Abstoßende verdeckt. In dem festgelegten Symbol wird er der gütigen Mutter dargebracht, die das Gericht mit Gnade mildert und welcher letztlich alle geistlichen Segnungen zugeschrieben werden. Der Mutter, ja. Und von dieser Mutter gesegnet wird er zurückgegeben, damit man sich an dem täglichen Brot erfreue, der Nahrung der Seele ihrer Verehrer. So wurde die Mutter als Lieblingsgottheit erhöht. Und aus einem ganz ähnlichen Grund lässt sich auch die Madonna Roms ihren Sohn neben sich, der Mutter der Gnade und Barmherzigkeit, völlig verblassen. Nochmals zum besseren Verständnis. Und aus einem ganz ähnlichen Grund lässt auch die Madonna Roms ihren Sohn neben sich, der Mutter der Gnade und Barmherzigkeit, völlig verblassen. Jesus Christus spielt keine Rolle in der römisch-katholischen Kirche. Aber seine Mutter spielt die Hauptrolle. In der Bibel ist es wie immer 180 Grad umgedreht. Hinsichtlich des heidnischen Charakters des unblutigen Opfers der Messe haben wir bisher schon einiges erarbeitet. Doch es ist noch etwas zu betrachten, worin das Wirken des Geheimnisses der Ungerechtigkeit noch deutlicher erkennbar wird. Auf der Hostie stehen Buchstaben, die es wert sind, gelesen zu werden. Diese Buchstaben sind IHS. Was bedeuten diese mystischen Buchstaben? Einem Christen, einem Katholiken, der an der Eucharistie teilnimmt und diese Hostie zu sich nimmt, dem wird die äußere Lehre gelehrt, wobei die innere Lehre die richtige ist. Das Problem ist, wenn ich an diesem Ritual der Eucharistie teilnehme, auch wenn ich es nicht weiß, weil es mir anders gelehrt ist, ich diene doch dem Gott des Katholizismus, dem Satan und nicht dem Gott der Bibel. Das muss man sich verdeutlichen. Ich diene hiermit Satan und nicht dem Gott der Bibel. Ich diene nicht dem Jesus Christus, der für mich am Kreuz für meine Sünden gestorben ist, sondern ich diene demjenigen, der dafür gesorgt hat, dass er an das Kreuz geschlagen wird. Derjenige, der die Sünde in die Welt gebracht hat. Der Verführer, der Vater aller Lügen. Satan. IHS. Was bedeuten diese Buchstaben? Einem Christen wird gesagt, dass diese Buchstaben bedeuten Jesus hominum salvator, das heißt Jesus, der Erlöser der Menschen. Lässt man aber einen römischen Verehrer der Isis, denn zur Kaiserzeit gab es unzählbare Verehrer der Isis in Rom, einen Blick drauf werfen, wie wird er sie dann lesen? Natürlich in seinem eigenen System des Götzendienstes entsprechend. Isis Horus Sep. Das heißt, die Mutter, das Kind und der Vater der Götter. Oder mit anderen Worten, die ägyptische Dreieinigkeit. Kann sich jemand vorstellen, dass diese Doppelbedeutung zufälliger Natur ist? Gewiss nicht, ja. Eben der Geist, der das Fest des heidnischen Johannes in das Fest des christlichen Johannes verwandelte, wobei man gleichzeitig all sein früheres Heidentum beibehielt, plante geschickt, dass die Initialen IHS dem Anschein nach dem Christentum Tribut zahlen, während in Wirklichkeit im Kern dem Heidentum die Huldigung zukommt. Als die Frauen Arabiens begannen, diese Oblate zu übernehmen und das unblutige Opfer darzubringen, erkannten alle echten Christen sofort den wahren Charakter ihres Opfers. Sie wurden als Ketzer behandelt und als Kolliridianer gebrandmarkt. Was sind Kolliridianer?
Kolliridianismus, welcher Maria zu einer Göttin erklärte und damit die Trinität in Gott, Jesus und Maria sah. Ob diese Sekte die Vergottung Marias aus ihrer hohen Verehrung als Mutter Gottes ableitete oder ihre Trinität aus dem griechischen babylonischen Götterhimmel entlehnte, ist unbekannt. Also sie wurden als Ketzer behandelt und als Kolliridianer, gebrandmarkt, was sich von der griechischen Bezeichnung des Kuchens ableitete, den sie benutzten. Doch Rom sah, dass man sich diese Ketzerei zunutze machen könnte. Und daher wurde die Praktik, dieses unblutige Opfer darzubringen und zu essen, durch das Papsttum unterstützt, obwohl sie von dem gesunden Teil der Kirche verurteilt wurde. Und jetzt hat sie überall im Bereich der römischen Glaubensgemeinschaft die einfache, aber überaus kostbare Einrichtung des Abendmahls verdrängt, das durch unseren Herrn selbst eingesetzt wurde. Aufs Engste mit dem Messopfer verbunden ist das Thema der Transsubstantiation. Die Betrachtung dieses Themas jedoch heben wir besser für ein späteres Stadium dieser Untersuchung auf. Und Abschnitt 3, Kapitel 4 endet hier. Und ich werde in der nächsten Lesung fortfahren mit Abschnitt 4, die letzte Ölung und auch noch einen weiteren Teil. Aber für heute haben wir genug gesehen und genug gelernt. Denke ich, hoffe ich, bete ich. Lest das Buch mit, wenn es euch zu schwer ist. Ihr könnt es gratis im Internet runterladen als PDF und ihr könnt so auf den Seitenzahlen auch folgen. Wir haben jetzt gestoppt auf Seite 150. Bis zum nächsten Mal. Joggler 66 von Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Gott segne und beschütze euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.